Sandra macht jetzt einen Tornado. Ich mir zuerst Sorgen gemacht, dass die Sandra nicht so viel schlucken kann, aber. Zuerst muss man dran riechen. Echt? Ja, es ist echt. Zuerst dran riechen, dann. Tutorial ist gegönnt. Dann küssen. Das ist echt ein Blowjob. Holy shit. Okay. Sandra hat ein Geheimnis für Hannah. Sag's einfach gerade raus. Sag's gerade aus. Ich kann es! Ich und Sandra sind zusammen. Na. Nein. Bin ich sauer oder noch? Ich weiß nicht. Ich hab was mit dem. Okay, für alle, die jetzt verwirrt sind, Sandra und Hannah hatten was mit dem gleichen Typen, aber bei Sandra ist die Wahrscheinlichkeit da eigentlich eh sehr hoch, deswegen sind wir alle okay damit. Okay, ich geb's zu, ich bin's. Ja, wow, ich hab grad davon, dass das alle wussten außer ich. Ja, es gibt einige Sachen, die alle wissen außer du, zum Beispiel, wie viel ist 3 plus 2? Wir sind ja bei 2 Tagesbad für einen Podcast und Hannah entzündet jetzt einen Tornado. Nana, du musst den Mund rum, ganz, okay. Genau, das hast du bestimmt schon mal gemacht, diese Lippenbewegung. Sorry. Ja? Oh mein Gott! Füllst du alle deine Besucherinnen so ab? Ich kann nicht machen. Kannst du da Ich liebe die Besucher bei Oma. Ich hab gedacht, du sagst jetzt, ich liebe dich. Ich war so, okay, wie sage ich sie über mich, dich auch? Wie du aussiehst. Du siehst aus wie so ein Geist, so eine Erscheinung, die ich habe, so bei einem Fiebertraum. Du siehst aus wie eine Schlafparalyse. Ja, du siehst aus wie eine Schlafparalyse. Hallo Mike. Holy fuck. Hast du gut geschlafen? Bis jetzt schon der Kleiderschrank. Was? Alles weiß, bei dir ist alles weiß. Ich hab ein paar schwarze T-Shirts. Wow. Wir fahren jetzt mit Lukas Tesla, natürlich in weiß. Was sonst? Okay. Oh mein Gott, womit verdienst du dein Geld? Ich bin Buchhalter. Ah ja, sorry. Und wo? An einem Ort, wo Buchhalter arbeiten. Ah ja. Irgendwann wollen sie die Wahrheit wissen. Irgendwann werden wir erfahren, was Lukas beruflich macht. Weißt du auch nicht? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass du viel Geld verdienst und es sinnlos ausgibst. Fast wie Hannah, nur dass sie kein Geld verdient. Niemand stellt dir blöde Fragen, wenn du sagst, dass du ein Buchhalter bist. Was arbeitest du? Ich bin Buchhalter. Wo arbeitest du? An einem Ort, wo Buchhalter arbeiten. Up on top, I wanna ride, I do a Kegel. What is inside? Spit in my mouth, look at my eye. Noch? Was kriege ich, wenn ich es wirklich tue? Just do it. Nein, das würdest du nicht machen. Nein, I'm right. Oh mein Gott. Ich hab da was reingetan in diese Box und du musst erraten, was es ist. Ist es ein Analplug oder sowas? Es wäre Runde 2 gewesen. Steckt mir das irgendwo rein? Ist es fürs Schlafzimmer? Ja. Was ist das? Ist das ein Massageding? Ein Nippelsauger. Ein Nippelsauger? Was Gott, Dolnik spricht. Mit wem redest du? Mit meiner Mama. Warum rufst du über ein Münztelefon an? Ich hab mein Handy verloren. Schon wieder. Du weißt, dass das Geld kostet? 30 Cent steht da schon. Es ist nicht so wichtig. Was wolltest du ihr sagen? Ich brauch wieder ein bisschen Geld. Für was? Zum Telefonieren. Wie läuft's mit den Boys? Voll gut. Echt? Voll gut? Ich hab grad 3 offene Baustellen. 3 offene Baustellen? Ja, was mit Kim vor? Keiner mag mich wirklich. Sandra. Die Boys mögen dich sicher, wie du bist. Mhm. Ich schau dich an. Welche noch für die 3? Was soll das heißen? Schau dich an, er kann dich nicht einfach nur wegen dem Aussehen mögen. Das war nicht so klar. Ich muss morgen nach Hause fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das da mit dem Vloggen schaffen soll. Ich jetzt die Kamera fallen lassen. Mach. Ich bin bereit. Ich mach mit der Lars ein. Bitte. What's the matter? I'm so lonely. Why? Okay, bye. Hannah hat ein neues System angewendet, weil sie immer alles überall vergisst. Und zwar beschriftet sie ihre Sachen jetzt mit Nummern. Und ich bringe sie gerade zum Zug, weil sie nach Hause nach Graz fährt. Was ist passiert? Ich habe mein Handy vergessen. Ich kann so nicht weiterleben. Es ist wirklich schwierig. Es gibt echt Menschen, bei denen die Nasen-OP richtig nach hinten losgeht. Warum schaust du mich so an? Ich habe mir meine Mutter mal weglasern lassen und jetzt ist es pink wiedergekommen. Und jetzt glaubt jeder, ich habe einen Pickel auf der Nase. So wie Rudolf. Das ist eine schöne Nase. Danke. Bitte. Du auch. We both know that that's a joke. Gibt's eigentlich, oh mein Gott, das ist jetzt echt eine weirde question, kann man sich seinen Penis vergrößern lassen? Mhm. Also, keine Ahnung. Sandra gerade so, warum liegt hier ein Klo? Und ich denke mir so, hä? Ist dir das nie aufgefallen? Nein, das ist mir nie aufgefallen. Unser eigenem Garten ist jetzt in deinem Wir stehen da jeden Tag, gehen du jeden Tag vorbei. Sehr, das ist schon was von Urin drinnen. Wer schauen muss? Ja, es ist auch ein Klo.
Hanna hat zweimal einen Elektroschock bei der Steckdose gehabt. Und zwar so stark, dass der Strom ausgefallen ist. Das war krass. Bei jedem Stromschlag resettet sich dein Hirn. Ja. Wann war der letzte Stromschlag? Vor drei Wochen. Lukas hat ein Video gemacht, wo ihm Fragen gestellt werden. Und es ist einfach, ihr müsst es einfach selbst sehen. Fenster oder Gang im Flugzeug? Fenster. Sag uns einmal dein geheimes Talent. Das darf ich auf YouTube nicht erfahren. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Outro kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen, Karpfen und nicht vergessen zu abonnieren, denn es ist gratis und man kann sich im Moment entscheiden. Peace. Ich finde Berge geil zum Anschauen, aber ich würde nicht wandern gehen. So geht's mir mit Frauen. Gut zum Anschauen, aber ich würde nicht wandern gehen.